Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Und dann noch einmal von vorn. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein... wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Ja, und damit hallo und zurück bei Deponia. Genauer gesagt, dem zweiten Teil von Deponia. Chaos auf Deponia, ja. Ist das schön. Die Reise geht weiter und ich muss direkt mal zu Anfang sagen, Oma Utz hat eine sehr gute Menschenkenntnis. Ja, der Doc ist wieder da, Bozo ist auch wieder da, Goal ist wahrscheinlich auch irgendwo wieder zugegen und ja, achso, wir sollen uns den Hammer leihen. Gut, aber ich denke, wir reden erstmal mit unserem guten alten Freund, dem Hallo Onkel Doc. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Nein, also, ich, also nein, das ist Rufus, nein, das Rufus, Rufus, nein, kein Chaos, nein, naja, also Rufus, hallo Oma. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ja, das ist ich doch nicht. Nein. Nein, jeder andere nur Rufus nicht. Was haben wir denn hier? So. Eine. Oh, das ist aber eine dicke Kerze. Alter Falter, ist das eine dicke Kerze. Das hier sieht aus wie eine Nase. Das hier wie so. Das sieht aus, als wenn. Also hier sollten wahrscheinlich die Augen sein und so. Also das hier sieht aus wie eine Nase. Dann das hier wie ein Bart. Rufus, lass mich doch mal. Wie ein Bart, der den Mund verdeckt. Ach, keine Ahnung, ist egal. So. Ein lecker Käffchen hat unser Onkel Doc. Eine Fußmatte mit einem Pfeil. Das ist so auffällig, dass wir, Konzentration! So. Gut, dann gehen wir mal zur Toilette. Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Nein, also das kann man von Rufus nicht sagen, also nicht, dass ich wüsste. Okay, auf der Toilette können wir nichts tun. Achso. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Walnuss. Keine Ahnung. Hallo, ein süßer Putzi, Putzi, Mutzi, ein, hallo Pieps, ein Piepsi-Mann, ein Pieps-Mann, okay, wir brauchen einen Hammer, wo ist denn der Hammer, wo ist denn der blöde Hammer, Onkel Doc, sag mir, wo der Hammer ist, wo ist er geblieben,
Ach du liebe, wo soll denn der sein? Ach hier! Oh. Ah, ein Stromumkehrer. Ach, da ist der Hammer. Ein Stromumkehrer. Ja, hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Oh, das würde ich nicht tun. Das würde ich nicht tun. Ach ja, der Stromumkehrer. Ist es nicht ein Variala? Ne, wie hieß der? Variala, Variabla, Varialala, Valalala. Da Valalala Stromumkehrer. Ne, ihr wisst ja. Achso. Ach, das ist mir noch nie aufgefallen. Achso. Erzähle, wie Rufus den Hammer fand. Erzählen, wie Rufus half, den Kutter zu reparieren. Die nachfolgende Verkettung erstaunlicher Ereignisse erklären. Goal berichten, wie das Sägeblatt an das Notboot kam. Schöne Zeichnung von Rufus, wahrscheinlich ein Selbstporträt. 1:1. Alter. Nummer 4. Okay. Mit Goal nach Elysium. Das wäre schön, aber dann wären wir ja schon durch. Gut, und ich denke, das andere hier ist speichern. Das machen wir jetzt aber natürlich nicht. Oder sollten wir speichern? Nee, machen wir nicht so. Gut. Dann nehmen wir uns Hattest den Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Oh ja, oh ja. Oh ja. Alter! Alter! Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Alter! Er ist viel vorsichtiger als früher. Nein! Scheiße! Alter! Nein, wir müssen... Ach du Scheiße! Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Hallo? Rufus und brutal? Niemals. Alter! 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 Was? Hallo? Alter! Oh Gott! Du, also... nein! Was ist das für ein Geräusch? Ist das der Vogel? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich hoffe, dein junger Freund kommt meinem Opfi-Pieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Oma Utz, bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Bitte bleib da so und strick weiter. Bitte nicht umdrehen. Scheiße. Nein, das geht nicht. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Das geht nicht, Alter. Ich habe das schon mal gesagt. In diesem Spiel kommen keine Tiere zu Schaden. Das passiert auf alles auf freiwilliger, vorgegebener Basis. Alle Tiere, die hier zu Schaden kommen, dafür ist Daedalic verantwortlich. Bitte, liebe Peter, meldet euch. Ach du Scheiße. Nein, wieso können wir den Vogel, der ersäuft uns. Leute, das könnte ich nicht machen. Ich weiß, das ist nicht lustig. Alter, wieso können wir den nicht rausholen? Nein. Nein. Nein, das können wir nicht tun. Das geht nicht. Wir können nicht dieses Spiel betätigen. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ich kann nicht hinsehen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Ja, er holt nur einen Hammer und bringt, wie hieß er, Opfi-Pieps. Opfi-Pieps. Das macht Sinn, dieser Name, wenn wir das Szenario hier sehen. Opfi-Pieps. Ach du liebe Zeit, wir müssen den... Ach du liebe Zeit. Was war denn da? Ach so. Der Stromumkehrer. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Man munkelt. So ist es ja auch.
Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Oh nein, bitte. Also bitte, liebe Zuschauer, das tut mir unendlich leid. Ich möchte das nicht tun. Ich könnte eigentlich das Spiel abbrechen, aber ich muss das tun. Bitte seid mir nicht böse, bitte, liebe Tierfreunde. Ich mag Vögel, ich mag auch Opfipieps und ich mag alle Tiere und das tut mir leid. Und ich muss das tun, weil Delta liegt das so will. Entschuldigung. Okay, 3, 2, ich habe Angst, 1. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Scheiße! Na, oh, was deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Nein, also ertränken würde ich jetzt nicht sagen. Hat er im Übrigen eine Krawatte an oder was ist das hier? Also, wir müssen den Vogel da rauskriegen. Alter. Wenn wir das hier wegmachen und... Oh, das geht nicht. Wie kriegen wir den scheiß Vogel da raus? Hallo? Was ist denn hier? Kann man hier irgendwo lang? Ist er auf der anderen Seite? Alter, wir müssen den Vogel da rausholen. Hallo? Da ist ein Pfeil. Hallo? Ist hier irgendwas? Was? Oh, Knopf. Oh. Okay, Müllschlucker. Okay. Da ist noch ein Knopf. Kann man den auch... Spielknopf! Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Bis zum Monatsende, bei diesem leckeren Spülwasser. Oh, Gott sei Dank, der Vogel lebt. Der Vogel lebt! Oh Gott, wir müssen den Vogel wieder zurück. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Okay, ja, gut. Warte mal. Nein. Wir können den Vogel nicht durch... Leute, reicht das nicht? Ist das nicht... Alter. Okay. Alter. Oh Gott, ey. Um Gottes Willen. Okay. Spülknopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte... Ja, genau. So. Okay. Ja, jetzt müssen wir den Vogel, aber... Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen. Solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Naja, also, Chaos angerichtet, ja, ist hier sonst irgendwas? Anscheinend müssen wir, ich behaupte mal, den kann man hier nicht irgendwo raus. Was ist denn hier sonst noch? Ist hier irgendwas? Sieht aus wie irgendwie, keine Ahnung, Was? Werkzeugkasten. Ist da... Ist da noch was im Werkzeugkasten? Nö, den können wir nur zumachen. Schön. Was haben wir denn hier? Ach, hier der Hammer! Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Also, hallo? Feuer? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, dann leg schon mal deine Hand ins Feuer, dann verbrennst du dich. Ach, die Zeit.
Hallo! Wir brauchen einen Feuerlöscher, die Bude brennt! Ach du Scheiße, gibt sie keinen Feuerlöscher? Was machen wir? Können wir damit wenigstens den Vogel retten? Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ja, ich hätte auch Sorge. Also, hallo, sehen die das denn nicht? Das müssen die doch riechen, Alter. Also, wir müssen den scheiß Vogel da rauskriegen. Alter. Okay, Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Nein! Oh, Alter! Hallo! Da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Opfi-Pieps! Hallo! Opfi-Pieps! Wir müssen... Hallo! Ich könnte mir den da irgendwie... Opfi-Pieps! Oh nein! Opfi-Pieps! Wir müssen den da rauskriegen! Knopf! Und du bist sicher, dass er weiß, was er tut? Auf mich wirkt er so, als wäre er zu dumm zum Knöpfe drücken. Das täuscht. Rufus ist ein Bastler, wie ich. Er kennt sich blendend mit jeder Art von Maschine aus. Ja, kann man sich alles auch drum streiten. Scheiße! Ach, nasse Tischdecke, okay. Kann mich damit wenigstens das Feuer ausmachen. Na holla! Da ist was? Das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Oso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Jetzt haut er einfach ab. Sag mal. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran! Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Was zur Hölle ist das? Was ist das hier für eine Vorrichtung? Was hat denn der Wahnsinnige vor? Das ist, ach du Scheiße, eine Guillotine. Vase. Bunsenbrenner. Korken. Okay. Blasebalg. Elysium. Pfanne. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh, Himmel. Ach so, dann ist das die erste Phase. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Pingeligst mal Daumen, das macht Sinn.